Unser Gesichtswaschpuder ist wirklich schon vielen, vielen Leuten bekannt. Wir haben es vor einem Jahr an den Markt gebracht und wir haben ganz, ganz viele Fans gefunden. Wir sind immer wieder gefragt worden, könnt ihr nicht noch mehr machen in dem Bereich Puder? Und wir haben uns das zu Herzen genommen, wir haben weiterentwickelt. Es gibt oder es wird in Kürze zwei ganz neue Pudervarianten geben. Und zum einen unser Duschpuder und zum anderen unser Shampoo-Puder. Und wie das genau angerichtet wird und wie das hergestellt wird, das zeige ich euch jetzt. Jeder kennt Duschgel, jeder kennt Shampoo-Gel und sofort kann sich das jeder selbst herstellen. Ob du als Privatperson das benutzt oder ob du das vielleicht für deine Hotelkette benutzt oder im Kosmetikstudio in größerer Menge herstellen möchtest. Du kannst es dir selber herstellen. Alles, was du dafür brauchst, ist handwarmes Wasser. 200 Milliliter für einen so einen kleinen Beutel. Du rührst es ein. Und jetzt brauchst du ungefähr 10 bis 15 Sekunden, bis du das eingerührt hast. Wir wollen jetzt nicht so lange warten. Ich habe da mal was vorbereitet. Das hier ist eine solche Menge. Wir spüren deutlich den Widerstand. Das ist schon sehr schön gelig und ich kann es jetzt noch sehr gut in mein eigenes Duschgefäß, wo ich es später draus entnehmen will, abfüllen. Fertig. Jetzt lasse ich das circa 4 Stunden stehen und dann habe ich hier eine solch wunderbare gelige Substanz, mit der ich mich waschen kann. Und es geht noch weiter. Wir haben nämlich noch weitere Möglichkeiten und das schauen wir uns hier drüben an. Dann haben wir hier die Möglichkeit, mit individuellen Kräutern oder Superfood-Mischungen das Duschgel oder das Shampoo-Gel oder das Gesichtsgel, je nachdem, was du machen möchtest, dementsprechend zu individualisieren, für den Kunden einzigartig zu machen. Wir haben den großen Vorteil, dass die Lebensmittelbiologie schon selbst für uns geforscht hat. Das heißt, wir wissen, was in den einzelnen Kräutern, wir wissen, was in den einzelnen Superfood-Pulvern drin ist. Ob es Aminosäuren sind, ob es Vitamine sind, freie Radikalefänger, Mineralstoffe, Spurenelemente, all das wissen wir schon und wir können das ganz gezielt in unserem Gel selbst einsetzen. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann können wir auch noch sogar mit ätherischen Ölen und Duft arbeiten. Ich glaube, hier entsteht eine riesengroße Möglichkeit, ein fantastisches Konzept aufzubauen, mit dem Menschen ihr eigenes Duschgel oder Shampoo-Gel-Erlebnis wieder ganz neu erfahren können. Fragt einfach bei uns an, wir helfen euch bei der Umsetzung.